Ich sitze hier mit Harald, unserem OB-Kandidaten für Stuttgart, im Rahmen der Landesaufstellungsversammlung Baden-Württemberg. Hallo Harald. Hi Martin. Hi. Wie geht's dir? Du schaust übermüdet aus, du schaust K.O. aus. Ja, es ist schon ein bisschen anstrengend, also kommt halt schon einiges auf einen zu. Seien es jetzt Podiumsdiskussionen oder seien es dann zum Teil auch mithelfen, Plakate aufzuhängen, weil wir machen hier halt doch jetzt sehr piratenmäßig eigentlich alles selber. Du hast ja wahnsinnig viele Termine und bist, ich habe so das Gefühl, du bist 24 Stunden am Tag eingespannt im Moment. Nee, nicht ganz, zwischendurch gehe ich noch arbeiten. Wie gefällt dir der Wahlkampf bislang? Ja, eigentlich ist es eine unwahrscheinlich interessante Erfahrung. Und es macht auch Spaß. Und wenn es irgendwo nicht irgendwo auch Spaß machen würde, dann wird man es einfach nicht durchhalten, weil es strömt einfach wahnsinnig viel auf einen ein und man wird dann zu Dingen gefragt und muss dann Antwort stehen. Und ja, muss auch sagen, jetzt bis jetzt von den anderen Kandidaten relativ fair. Also da habe ich dann teilweise, wenn ich mir so das Fernsehen anschaue und mir da politische Diskussionen anschaue, da geht es doch noch sehr, sehr, sehr gesittet und sehr umgänglich zu. Und insofern, ja, ist es anstrengend, aber es geht. Hast du da was aus dem Dialog mit den Stuttgarter Bürgern, mit denen du ja jetzt Tausende und Abertausende Gespräche führst, hast du da was mitgenommen? Ja, vieles. Also Stuttgart ist viel, viel, viel schichtiger, als ich mir vorher vorgestellt habe. Und man lernt halt ja, ganz andere Sichtweisen kennen und kommt mit, ja, mit Menschen in Kontakt, mit denen man normalerweise nicht so in Kontakt kommt, und habe da sehr viel ja, auch Informationen zurückbekommen, die wir dann natürlich auch versuchen sollten, jetzt zukünftig in unsere Programmarbeit einzubauen. Und ja, es ist vor allem erstaunlich, wie viel positive Resonanz kommt. Kommt auch mal negative Resonanz, aber eigentlich überwiegend positive. Wir haben ja jetzt erst vergangene Woche unser Programm deutlich erweitert. Wie ist dein Eindruck dazu? Wie gefällt dir das? Und, mir gefällt es sehr gut. Ich meine, ich habe ja auch drüber abgestimmt, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir haben ein paar gute Punkte gebracht. Da denke ich vor allem an die Informationsfreiheitssatzung, die ja noch gar nicht auf der Agenda steht, auch komischerweise von Parteien oder etablierten Parteien, die momentan sehr viel über Transparenz reden oder aus Bewegungen heraus, die sich selber dann Demokratiebewegungen nennen, haben es bisher noch nicht auf der Agenda, jetzt werden sie es haben müssen. Und dann denke ich, dass wir halt gerade jetzt im Bereich Bildung und das Programm schön komplettiert haben. Also André hat da und Julia haben da sehr tolle Vorschläge erarbeitet, die jetzt auch schon angesprochen, ja, sich schon verbreitet haben. Also es geht ja jetzt schon durch Stuttgart durch diese Themen, und ich denke, wir haben jetzt eigentlich schon sehr gute Themen. In Details muss man sicherlich noch einiges oder andere ergänzen, aber die Sachen sind gut. Also von daher haben wir ein paar gute Punkte dazu bekommen. Wir haben uns ja auch Gedanken zum Thema der Bürgerbefragung gemacht und das soweit durchgerechnet. Hältst du es denn realistisch, dass im Haushalt der Stadt Stuttgart das Geld verfügbar ist, weil du dich auch mit dem Haushalt schon befasst hast? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke vor allem, allein die Ersparnisse, die man dadurch erreichen kann, dass wir gewisse kleinere oder auch größere Fehler, die wir in Stuttgart in der Planung gemacht haben, dann zukünftig nicht mehr vorkommen, dass man nachher nicht mehr korrigieren muss, wiegt es bei weitem aus. Also ich denke, das ist ja auch mein Ansatz jetzt für Bürgerbeteiligung, Bürgerbefragungen und diese ganzen Beteiligungsmodellen, dass man einfach viel zweckorientierter und vernünftiger baut und Fehler einfach vermeidet, weil ich sehe das ja auch jetzt vor meiner eigenen Haustür, wo die SSB wieder eine Haltestelle gebaut hat und dieselben Fehler, die sie in Sillenbuch baulich gemacht hat, die wiederholen sich jetzt halt dann in Zuffenhausen, müssen nachher auch korrigiert werden. Das kostet wahrscheinlich mehr als 5 Bürgerbefragungen allein diese Haltestelle. Also muss man auch mal sehen, um welche Summen wir reden. Ja, hier über einen geringen 6-stelligen Umfang, ne, was so eine Bürgerbefragung kostet. Und wenn du OB wirst, wie würdest du die Bürger in deine Arbeit als Oberbürgermeister aktiv mit einbeziehen? Ich denke auf jeden Fall, diese Bürgerbefragungen sind ein gutes Thema. Ich denke aber auch an sehr viel unterschwellige Beteiligung, dass man eben grundsätzlich, das haben wir ja mit der Informationsfreiheitssatzung, alle Projekte den Bürgern vorstellt.
und dann eben auf freiwilliger Basis die Mitarbeit fördert, nämlich in der frühen Phase und auch Projekt begleiten und am Schluss eben auch in der Kritik. Das heißt, es steht einem ja frei, auch wenn's, wenn man UB ist, wen man zu bestimmten Gesprächsgruppen einfach einlädt. Und da werden die Bürger zukünftig mit am Tisch sitzen, wenn ich UB werde, was ich hoffe. Was gibt es darüber hinaus, was du konkret dir für Stuttgart wünschst? Wo stellst du dir Stuttgart in 10 Jahren vor? Was ich mir konkret für Stuttgart wünsche, habe ich mir eigentlich schon immer gewünscht, ist eine Stadt, die mit ihren ganzen Facetten und auch mit ihren ganzen kulturellen Facetten besser umgeht und sich eben nicht auf diese paar Leuchtturmprojekte oder das, was so eigentlich so im Fokus liegt, diese Interessengruppen konzentriert, sondern die Stadt in einem größeren Umfeld wahrnimmt. Also gerade sieht man ja immer wieder die Jugendlichen, die da irgendwo rumhängen oder eigentlich nicht wirklich wissen, wo sie hingehören, was sie tun können, dass man denen Möglichkeiten bietet, aktiv zu werden oder ihre eigene Kultur auch auszuleben, dass man diese Sperrstunden erweitert. Also dass Stuttgart wirklich so ein bisschen in der Breite kulturell nach vorne kommt. Und ich denke, über diese ganzen Beteiligungsmodelle, die wir jetzt angedacht haben, sei es jetzt, was die Stadtwerke angeht, mit der eigenen Energieversorgung, wo wir ja dann diese Nachhaltigkeit erreichen wollen, werden wir auch wirtschaftlich breiter aufgestellt werden, weil es ist halt momentan so, Stuttgart lebt von ein paar Gewerbesteuerzahlern. Und wenn es halt mal Daimler oder Porsche schlecht geht, dann geht die Streichorgie im Haushalt los. Also nicht, dass ich etwas gegen diese Unternehmen habe, aber Stuttgart ist einfach zu sehr abhängig momentan und da denke ich, dass das in 10 Jahren nicht mehr der Fall sein wird. Wie kann man den Übergang denn bewältigen? Weil momentan kann man sich Stuttgart ohne die großen Industrieunternehmen ja nicht vorstellen. Und die haben eine große Herausforderung, die Veränderungen in der globalen Wirtschaft und die Veränderungen der Märkte zu bewältigen. Wie kann man als Stadt Stuttgart und als Oberbürgermeister Stuttgart die Unternehmen überhaupt dabei unterstützen? Ja gut, es wird natürlich schwierig, diese großen Unternehmen direkt zu unterstützen. Der Haushalt der Stadt Stuttgart wird wahrscheinlich nicht ausreichen dafür. Ist ja eher umgekehrt. Ne? Also der Daimler, da könnten wir wahrscheinlich noch nicht mal einen Werksumbau für den finanzieren. Aber ich denke, da haben wir eben die Möglichkeit, die Vernetzung zwischen diesen Unternehmen und zwischen verschiedenen Sparten mehr zu fördern. Wir haben in Stuttgart hervorragende Hochschulen, auch in vielen Fachbereichen. Was wir halt noch nicht haben, sind die Geisteswissenschaften. Die werden entscheidend werden, wenn es nämlich darum geht, bestimmte Wissensbereiche miteinander zu vernetzen. Dann haben wir ja mit der Landwirtschaft, Biotechnologie haben wir ja auch noch einen Bereich. Das wird zum Beispiel in der Zukunft, was Treibstofferzeugung, Gaserzeugung angeht, ein sehr wichtiges Standbein werden, eigentlich für zukünftige Industrien, weil fossile Brennstoffe, abgesehen davon, dass es klimatisch bedenklich ist, werden nicht ewig da sein. Und wir haben mit der Elektrotechnologie einen zweiten Cluster in Stuttgart. Und wenn wir die schön miteinander vernetzen und dafür sorgen, dass dort Innovationen ausgetauscht werden, dann denke ich, werden auch viele mittelständische Unternehmen profitieren und anfangen zu wachsen. Also wir dürfen nicht eben nur auf die drei Großen schauen, wir müssen schauen, dass wir eine breite Basis haben und dass diese Firmen untereinander kooperieren. Und da kann die Stadt Stuttgart vermitteln und sich auch darum kümmern, dass der Informationstransfer von der Universität eben nicht nur dazu führt, dass eben neue Patente angemeldet werden, die dann irgendwo in den Schubladen liegen, sondern dass diese Patente dann letztendlich auch in sinnvolle Produkte umgesetzt werden, die dann letztendlich dann auf den Märkten landen. Und dass das Ganze dann auch in Stuttgart produziert werden kann. Das ist so die Vorstellung, die ich denke, das wird die Aufgabe der Wirtschaftsförderung sein, da mehr und breiter zu fördern in dem Bereich. Hast du eine persönliche Botschaft an die Stuttgarter?
eine persönliche Botschaft. Also ich lebe wahnsinnig gerne in Stuttgart. Es ist eine wundervolle Stadt, auch wenn es noch einige Dinge gibt, gerade im sozialen und kulturellen Bereich, die besser zu machen sind. Und es würde mich freuen, mit den Stuttgartern gemeinsam das zu machen. Und ich denke, so wie ich die Stuttgarter einschätze, kriegen wir das hin, keine Frage. Vielen Dank. Bitte.